Lava kommt. In manchen Stellen. Wir müssen hier mit, ja. Okay. Eva, ja, Spinne, greif ihn an. Oh, dann kommt er in Rage Mode. Wow, hoffe ich nicht. Das ist ein typischer Kampf. Wo ist er denn jetzt? Ich sehe ihn nicht. Ich brauche wieder Ruhe. Nein, ich will nicht hin in die Lava. Vorsicht, den kann ich ranziehen, dann wird es meine Fähigkeit. Ja, das ist meine Fähigkeit. Wow, komm da lieber runter. Wow. Au. Au, komm wieder nur auf mich. Gleich ist er weg. Ich brauche nur noch einmal treffen. Oh, wie viel Zug er jetzt noch? Ganz viel gelbes Zeug, Gold, Gürtel und alles. Yay. 1099 Gold bekommen. Die Wahrheit über den schlechten Dämon war um einiges schrecklicher, als ich jemals erwartet hätte. Viele von ihnen. Ich habe selten ein Schwert. Einzig und allein Diablo gehorchten. Ich habe auch ein Schlechter werden aus Körperteilen anderer Dämonen zusammengenäht. Wenn ich rauskomme und wieder reingehe, dann kann ich die Sachen mitnehmen. Zusammen. Anschließend werden sie mit ich weiß nicht, ob du wieder hier zurückkommst. An manchen Stellen, wo so ein Bosskampf ist, muss man sich auch beeilen, um die Sachen mitzunehmen, weil man dann rausgeworfen wird aus dem Raum. Werf doch an, werf doch einfach Sachen weg, die sowieso nicht viel Gold geben. Okay. Oh, ich habe hier zwei Schwerter, aber ich kann bloß das Einhandschwert tragen. Das Zweihandschwert kann meine Figur nicht tragen. Das wird vielleicht für dich. Oh. Was denn? Also ich habe ein Handschwert mitgenommen. Oh, das ist geil. Das Teil. Oh, ich brauche hier unbedingt einen Diamantschwert, denn ist diese Hose richtig cool. Das Schwert hat auch erstmal das andere. Was hast du für eine Waffe? Wieder mitnehmen. Du hast aber keinen Platz. Ja, ich hab ja. Das Ding ist, das nehme ich etwas. Jetzt hast du was Legendäres weggeworfen, nee, was Seltenes weggeworfen. Ja, ich wollte aber das Legendäre mit mir. Da lag nichts Legendäres. Doch, für mich schon. Naja, gut. Legendärer Freihandstreitkolben, nicht identifiziert. Oh. Den wollte ich halt haben, aber. Ja. Ich habe ein Zweihandschwert, das wäre vielleicht auch was für dich, aber wenn du einen Streitkolben hast, dann ist der wahrscheinlich besser. Ich will's mal probieren, ob ich wieder zurückkomme. Warte mal, ich mach mal ein Startportal. Ach, ich habe auch was zum Identifizieren, aber das ist ein Gürtel. Okay. Warte, ich guck jetzt mal, ob ich wieder zurückkomme, wenn ich rausgehe. Da liegen noch Sachen von dir. Ja, warte, ich will ja kurz Platz machen. Weißt du? Ob ich halt wieder dahin zurückkomme, wo ich gerade war. Weiß ich nicht, ein Stadtportal ist hier nicht zu sehen. Nee, das bleibt ja auch nicht. Das ist ja immer nur hier. Ach so. Warte. Okay. Früher war es immer auf beiden Seiten, deswegen. Ja, ich bin wieder hier. Dann kannst du deine Sachen mitnehmen. Ja. Ich muss noch was identifizieren dann nachher. Ich auch, eine Sache, also den Streitkolben. Ich habe einen Gürtel zum Identifizieren. Ich habe einen Streitkolben-Ding. Oh, wir sind in einem Keller. Wir laufen einfach dem Blut hinterher. Okay, das
Das ist eine total kluge Idee. Genau. Aber weißt du was? Ich gehe erst kurz in die Stadt. Genau, mache ich jetzt mal auf, dann kann ich nämlich den Rest mit, falls hier noch gute Sachen kommen, weißt du? Ja, ich möchte hier noch mein Dings identifizieren. Ja, den Ring kommen wir dafür. Der Gürtel und. Oh, mehr Gold. Eure Rüstung wird für 5 Sekunden um einen Wert erhöht, der dem des aufgesammelten Goldes entspricht. 70 Leben pro Sekunde regenerieren. Ui. Ich habe jetzt einen legendären Zweihandstreitkolben. 80,3 Schaden pro Sekunde. Wow. 13 Feuerschaden für 16. 87 Stärke, 87 Vitalität. Erhöht die Angriffsgeschwindigkeit. Getötete Gegner gewähren 23% Erfahrung. Okay. Ist ein Beinschutz. Macht plus 120% Schaden. Plus, ja, ich nehme den jetzt mal eine Weile. Probiere ihn aus. Meine Zähheit ist jetzt auf 1000 gestiegen. Oha. Auf 6700. Ja. Alter. Also 20 vor, Alter. So, erstmal meinen Edelstein. Kann ich die stacken? Yo. Meinen Obelisken? Den Einiger. Geh ich auf Stärke oder auf Widerstand? Was meinst du? Na, ich weiß nicht, was bei dir wichtiger ist. Eigentlich Widerstand, weil ich ja vom Hintergrund angreife. Ja, dann würde ich das auch machen. So, jetzt habe ich 30% gegen alle Widerstandsarten. So, dann habe ich hier ein paar Rüstungsteile. Nicht schlecht. Doch, aber nicht das verkaufen. So. Ich hab das doch. Ich hab ein paar neue Waren, die dir das falsche Gewehr ist. Okay. Jetzt ist das Richtige. Ich war etwas verwirrt, dass ich mein Schild nicht tragen kann. Ja. Ja, ich habe vorhin das Falsche ausgewählt. Ach so. Mhm. Na gut, dann ist ja nicht so schlimm. Gucken, kann ich jetzt vielleicht... Schuhe fehlen mir noch. Da sind keine guten dabei. Ja, blöder Händler. Der bringt mir gar nichts. Blöder Händler. Ich kann dir noch ein bisschen Mini-Spoiler geben, ohne dir wirklich was zu spoilern, nämlich, dass wir nicht immer nur diese Anfangsstadt haben werden. Okay. Es gibt hier verschiedene Kapitel, wenn wir einen Endboss pro Kapitel besiegt haben und je nachdem ändert sich nachher auch das Setting der Welt. Cool. Weiter werde ich noch nicht verraten. Gesundheit. Das ist schön. Was dann verkaufen? Ich bin fertig. Und rüber. Hm. Ich weiß gar nicht mehr, wie viel jetzt kommt. Ich glaube, jetzt kommt gar nicht mehr so viel. Ich weiß noch, dass wir gegen Magda als Boss kämpfen müssen. Es kann sein, dass das denn schon das Ende vom ersten Kapitel ist. Okay. Was? Okay. Habe ich gesagt. Achso, ich habe verstanden, hä? Nee, okay. Okidoki. So, ich habe jetzt alles verkauft. Ich bin in mein Portal gegangen. Da.
Jetzt haben wir wieder ein bisschen. Da, wir müssen ihnen helfen. Ich gehe links rum. Da ist der. Jetzt stehen sie wieder am Baum. Ah, oh, bei den Nadeln. Und es geht weg. Ohne Ende. Aua, er schreit. Ich sterbe. Packt euer Schwert. Na, hier, nimm dein Schwert. Wo ist dein Schwert? Da, in seiner Hand. Er konnte sich retten. Jetzt erinnere ich mich. Ich war ein Erzengel, der hohen Himmel. Ich war die Verkörperung der Gerechtigkeit. Ich war Tyrael. Ich bin Tyrael. Hurra, neues Level. Nein, doch nicht. Nur viele Erfahrungspunkte. Ihr habt meinen Geist wiederhergestellt. Und nun erinnere ich mich, wovor ich euch warnen wollte. Belial und Asmodan, die letzten Herrscher der Hölle, entfesseln eine Flut der Dunkelheit. Dann werde ich nach Chaldeum gehen und bei Belial vorstellen. Jetzt heiße ich hier seltsamerweise wieder Malia. Lasst uns nach Tristram zurückkehren und uns vorbereiten. Sure. Oh, wir sollen da durchgehen. Okay. Hier ist auch nichts weiter. Gut, gehen wir da durch. Zum Sprecht mit Tyrael. Wo bist du denn? Da. Die Zeit wird knapp, Freunde. Aber wie sollen wir ihn aufspüren? Das ist gar nicht nötig. Magda und ihr werden uns direkt sehen. Ich gehe nirgendwo hin, bevor Onkel Deckard seine letzte Ruhestätte gefunden hat. Wir schulden ihm mindestens das. Doch danach muss er gerecht werden. Ich habe eine Karawane angefordert, die uns nach Osten führen soll. Sprecht mit dem Karawanenmeister, sobald ihr bereit für den Aufbruch seid. Sprecht mit dem Karawanenmeister. Oh, ist das schon Kapitel 1 zu Ende? Warte, hier liegt noch ein Buch. Für mich nicht. Nee, doch nicht. Es war bloß was zum Öffnen. Da war gestern, glaube ich, die komische Priesterin. Ja. Wollt ihr euch in den nächsten Akt begeben? Sollen wir nach Chaldeum aufbrechen, meine Beste? Oh. Ich breche nochmal ab. Das heißt, wir haben Kapitel 1 geschafft und dann beginnt Kapitel 2 mit einer Zwischensequenz wieder. Da es aber schon so spät ist, würde ich sagen, heben wir uns das für morgen auf. Wollte ich auch sagen. Wäre, glaube ich, sinnvoller, oder? Ja, kannst du denn morgen Abend? Ja. Gut, morgen Abend kann ich auch noch. Freitag, Sonnabend kann ich leider nicht abends. Na, Freitag ist bei mir schlecht, am Vormittag oder Nachmittag? Ja. Ich auf jeden Fall zwischen 1 und 3 kommt immer drauf an. Also um 1 bin ich definitiv noch nicht Freitag zu Hause. Okay. Wenn dann gegen 2. Ja, gut. Ja, wahrscheinlich bin ich dann aber nachmittags Freitag unterwegs und abends muss ich so arbeiten. Also dann wird das Freitag nichts. Deswegen, und so Samstag bin ich den ganzen Tag. Kommt aufs Wetter drauf an. Ja, ich muss Samstagabend arbeiten. Also kann sein, dass ich am Nachmittag da bin. Ja, bei mir kommt es echt aufs Wetter drauf an. Ja. Also ich denke mal, morgen kann ich abends, am Nachmittag nicht, es sei denn, es gießt hier in Ström, was ich laut Wetterbericht nicht glaube. Und Freitag wird es dann wahrscheinlich gar nichts und Sonnabend höchstens am Nachmittag, weil abends muss ich da auch weg. Es sei denn natürlich, du hättest Sonnabend noch Lust nach 23 Uhr. Mich stört es nicht. Weil ich habe Sonnabend 22 Uhr Schluss und bin gegen 10:30 dann hier. Wie schon gesagt, bei mir ist es eigentlich egal, aus dem Grund, weil ist ja keiner hier. Ja. Naja gut, das müssen wir dann nochmal gucken. Gut, dann machen wir das Kapitelding im nächsten Part. Genau.